Vlogging ist voll im Trend. Doch was sollte man für einen guten Vlog überhaupt beachten? In diesem Video werfen wir mal einen Blick auf das Zubehörsegment von Sony. Und ich erzähle euch, was es da gibt, welche Vorteile und welche Nachteile sich dadurch ergeben. Los geht's! Moin zusammen, hier ist Tim von der Digitalfoto aus Köln und ihr seht schon, in diesem Video geht es ums Thema Vlogging. Und da stellt sich natürlich erstmal grundsätzlich die Frage, was zeichnet einen guten Vlog aus? Und das ist natürlich in erster Linie der Inhalt, aber dann geht es natürlich auch ums Thema Bild und den Ton. Und über Letzteres möchte ich jetzt anfangen zu sprechen. Die Vlogging-Kameras von Sony haben ja ein größeres Mikrofon. Ihr seht es hier bei der ZV-E10 auf der Oberseite. Das Mikrofon ist größer als zum Beispiel das einer normalen Systemkamera, ja? Und das hat eben diesen Vorteil, dass hier drei Kapseln drin stecken, die direktional den Ton aufnehmen. Und das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, eben guten Ton aufzunehmen, obwohl ihr kein optional erhältliches Mikrofon ansteckt. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Schaltet also die Kamera ein und kann dann hier einfach direkt aufnehmen. Das ist also das Beispiel des internen Mikrofons der ZV-E10. Ihr merkt, der Ton ist relativ ungerichtet. Ja? Es werden sowohl die Geräusche aufgenommen, die vor, aber auch hinter der Kamera entstehen. Also da ist jetzt eine Straße hier so 50 Meter weit entfernt und die Geräusche werden schon mit aufgezeichnet. Um das zu verhindern, gibt es eben optional erhältliche Mikrofone. Und da möchte ich mit dem Richtmikrofon jetzt weitermachen. Weiter geht's also mit dem Richtmikrofon und das ist relativ klein. Es handelt sich hierbei um das ECM G1. ECM steht für elektronisches Kondensatormikrofon und G1 ist eben ja, das neueste Richtmikrofon für Vlogging-Kameras. Das kam jetzt im Juli erst raus und liegt bei 134 Euro. Was ist der Vorteil gegenüber dem integrierten Mikrofon? Ihr steckt das also hier oben auf den Blitzschuh und der Name Richtmikrofon sagt es in dem Fall schon. Der Ton ist gerichtet und in dem Fall eben auf mich, alles was sich hinter der Kamera befindet. Also ihr solltet jetzt in diesem Video die Straße zum Beispiel nicht so gut hören wie in dem vorherigen Vlog. Ihr habt also dann einen glanzvolleren Ton. Wenn ihr also euch mit eurer Stimme in den Fokus stellen wollt, dann ist so ein Richtmikrofon auf jeden Fall eine gute Wahl. Eine Alternative dazu ist dann eben noch dieses Ansteckmikrofon und das ist quasi so eine Erweiterung, nochmal eine speziellere Zielgruppe, denn mit so einem Ansteckmikrofon nehmt ihr nur euch auf. Ich meine, mit dem Richtmikrofon könnte ich jetzt auch durch die Stadt laufen und mit Leuten sprechen, hey, wie geht's dir, was machst du hier, und der Ton würde entsprechend auch aufgezeichnet werden. Mit dem Ansteckmikrofon ist das natürlich eine andere Sache. Das heißt immer, wenn ihr für euch im Fokus steht, dann bietet sich auch so ein Ansteckmikrofon an. Und ich zeige euch jetzt nochmal beide Mikrofone im Detail, also was sind die Funktionen und wie stellt man diese Mikrofone dann entsprechend ein. Wir schauen uns jetzt als erstes das Richtmikrofon ECM G1 an und ihr seht es hier, es ist ultra kompakt und das hat den Vorteil, dass euer Vlogging-Kit eben auch dann kompakt bleibt, wenn ihr das Mikrofon verwendet. Es gibt keinerlei Einstellungselemente, das heißt, es ist ein klassisches Plug-and-Play. Ihr schiebt es auf den Blitzschuh, auf den Multifunktionsschuh und könnt sofort anfangen, den Ton aufzuzeichnen. Ihr seht es an der Seite Mic Out. Es gibt also eine 3,5 mm Klinkenbuchse für ein Kabel, das ihr eben hier an der Seite mit eurer Kamera verbinden könnt, um den Ton analog zu übertragen. Kameras wie die ZV-E10 übertragen den Ton aber auf Wunsch auch digital. Und das würde ich in dem Fall auf jeden Fall empfehlen, also ohne Kabelgedöns, da auf jeden Fall den Multifunktionsschuh nutzen und den Ton digital übertragen. Dann habt ihr eben keine Störgeräusche oder kein Rauschen, das durch eine kabelgebundene Verbindung entstehen könnte. Ganz anders aufgebaut ist das Ansteckmikrofon. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Das ist also das Ansteckmikrofon ECM, steht wieder für elektronisches Kondensatormikrofon W2BT. Und an der Namensgebung BT erkennt ihr es schon, die Kommunikation der beiden funktioniert wireless, also kabellos über Bluetooth. Und diese beiden Einheiten schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Der Empfänger sitzt auf dem Blitzschuh eurer Kamera, ihr seht es hier, und der überträgt das Signal auf Wunsch auch wieder digital, ähnlich wie das Richtmikrofon gerade. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, über einen Klinkenanschluss eben das Signal analog zu übertragen. Es gibt die Möglichkeit, darüber hinaus beide Einheiten über ein USB-Kabel
aufzuladen. Also das Ganze funktioniert batterielos über Micro-USB. Und das hat eben dann den Vorteil, dass ihr keine Batterien braucht. Am Empfänger könnt ihr entscheiden, ob ihr das Signal eben analog ausspielen wollt oder digital an die Kamera weitergibt. Und dieser Regler ist eine Besonderheit, denn ihr könnt ja entscheiden, ob es sich nur um eine Situation handelt, in der ihr das Mikrofon, also in diesem Fall diese Aufnahmequelle, aktivieren wollt, ob ihr beide Einheiten als Soundquelle nutzen wollt, denn ihr seht, der Empfänger hat auch ein Mikrofon, oder ob ihr eben nur den Receiver, also den Empfänger, als Tonquelle nutzen wollt. Wie die beiden dann verbunden sind, wird euch nochmal durch diese LEDs hier oben angezeigt. Und am Sender habt ihr eben die Möglichkeit, den Ein- und Ausschalten, das ist klar, aber eben auch noch mit den Ton einzustellen und auf bis zu minus 20 Dezibel zu reduzieren. Auf der Oberseite gibt es dann noch die Möglichkeit, ein Lavalier-Mikrofon anzustecken. Mir persönlich ist dieser kleine Klotz am Hemdkragen dann doch ein bisschen zu groß. Ich würde also auf jeden Fall auf das ECM LV1 von Sony zurückgreifen. Das ist dann eben optional erhältlich. Das Ansteckmikrofon liegt bei 177 Euro, ist also nochmal einen Ticken teurer als das Richtmikrofon, nimmt aber den Ton auch gerichteter auf. Das sind also drei Möglichkeiten, um den Ton für euren Vlog aufzuzeichnen. Doch was kann man machen, um die Kamera eben besser in der Hand zu halten? Und ihr seht es schon, ich habe es die ganze Zeit in der Hand. Sony hat auch dafür einen Griff bereit, den GPVPT2BT. Schwierige Namensgebung. Ihr kennt aber auch hier an der Ergänzung BT wieder den Hinweis auf Bluetooth. Also das ist nicht ein gewöhnliches Tischstativ oder so, eher so ein kleiner Kunststoffklotz, der hier unten dran hängt, sondern in dem Griff sitzt eine Fernbedienung. Und das hat eben den Vorteil, dass ihr dann aus der Situation raus direkt Fotos erstellen könnt oder beispielsweise den Vlog, also die Aufnahme, direkt starten könnt. Die Bedienoberfläche schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Dann schauen wir uns jetzt einmal die Bedienoberfläche des Handgriffs an. Und ja, die Oberfläche ist, wie ihr seht, relativ schnell erklärt. Es gibt eine Foto- und eine Filmtaste. In der Mitte gibt es eine Zoom-Wippe. Das heißt, wenn ihr einen Power-Zoom an eurer Alpha verwendet, dann könnt ihr eben hiermit zoomen. Die Taste C1 übernimmt die Funktion, die ihr auch an der Kamera eingestellt habt. Und mit der Lock-Funktion könnt ihr eben alle Elemente hier sperren. Ihr könnt hier hinten dann noch zwei Beine ausfahren, um das Stativ auf dem Boden oder auf einem Tisch zu platzieren und hier über diese Einheit eben den Winkel, den Neigungswinkel der Kamera bestimmen. Das Handstativ kostet einzeln 139 Euro. Dann kommen wir jetzt zum Fazit dieses Videos und dem Blick auf das Vlogging-Segment und das Zubehör für die Vlogging-Kameras. Meiner Meinung nach macht es auf jeden Fall Sinn, in ein gutes Mikrofon zu investieren. Denn der Sound, der aus der ZVE-10 kommt mit dem integrierten Mikrofon, ist zwar okay, aber das Richtmikrofon und auch das Ansteckmikrofon jetzt in diesem Fall, die zeigen halt einfach, dass der Ton deutlich angenehmer sein kann. Und das werden euch eure Zuschauerinnen und Zuschauer auch danken. Weiter geht's natürlich mit dem Handgriff. Der ist für mich obligatorisch und liegt den meisten Kids auch bei. Also wenn ihr auf der Suche nach einer ZVE-10 seid, schaut euch um, ob der Handgriff dabei liegt oder ob es eben ein solches Kit gibt, denn dadurch könnt ihr nochmal eine Menge Geld sparen. Vloggt ihr auch? Dann schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Zubehör euch interessiert und auch welches Zubehör ihr im Alltag, im Vlogging-Alltag nicht mehr verzichten könnt. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und sage bis dann. Tschüss!